Ich bin der Auffassung, dass unsere Diskussionskultur in Deutschland dringend renovierungsbedürftig ist. Sie ist einem aggressiven Krieg der Worte gewichen. Nicht mehr die Meinung des anderen ist interessant, sondern es wird sofort gegen seine Person agitiert, herabgewürdigt, attackiert, ohne inhaltlich über das zu sprechen, was sie überhaupt gesagt hat. Das ist in dieser Runde hier glücklicherweise völlig anders. Aber die Lebenswirklichkeit ist auch, dass wir über relativ harmlose politische Themen kaum noch diskutieren können, ohne auch persönliche Beleidigungen und Pöbeleien über uns ergehen lassen zu müssen. Ich habe eine Cannabis-Freigabe-Diskussion hinter mir, die wirklich unfassbar ist. Den ganzen Teilnehmenden, die da mich kritisiert haben und beschimpft und bedroht haben, was man mit mir alles machen müsste, denen würde ich gerne zurufen: Leute, es geht nicht um euer Leben, es geht nur ums Kiffen. Und bei den Diskussionen um die Polizei ist das ganz genauso. Da wird aus jedem tropfenden Wasserhahn ein Behördenskandal gemacht. Und immer dann, wenn irgendwelche Videos im Netz auftauchen von Polizistinnen und Polizisten, wird sofort ein Urteil gefällt. Am besten gegen die ganze Polizei gleich. Und sofort misst man auch mit Maßnahmen bei der Sache, ohne den Sachverhalt überhaupt aufgeklärt zu haben. Also ein bisschen mehr Gelassenheit, Übersicht und vor allen Dingen ein bisschen mehr Diskussionskultur und auf den anderen hören. Den guten alten Ausdruck, ich bin anderer Meinung als Sie, den müssen wir wieder lernen. Herr Wendt, ist das etwas, was mit Online-Hass zu tun hat? Also wie gehen wir mit Online-Hass um? Gibt es überhaupt genug Durchsetzungsmöglichkeiten, um mit Online-Hass und Diskriminierung umzugehen, oder ist das was anderes? Nein, ist überhaupt nichts anderes. Das gehört sicherlich auch dazu, aber eben leider nicht nur. Ich sitze auch in manchen Fernsehdebatten, noch einmal, hier geht es richtig schön kultiviert zu, aber in anderen Fernsehdebatten, wo eine ganz normale Positionierung, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, ich vertrete die Auffassung und mit mir die Deutsche Polizeigewerkschaft, dass man das Strafmündigkeitsalter herabsetzen sollte auf das 12. Lebensjahr. Da gibt es gute Argumente für. Und wer andere Argumente hat, die respektiere ich, auch wenn ich sie nicht teile. Aber wenn ich das nur äußere, der Gesprächspartner vorlaufender Fernsehkamera, das ist alles AfD-Zeug, was Sie da reden, das ist Rechtspopulismus. Dabei ist diese Position der Deutschen Polizeigewerkschaft so alt, da gab es die AfD noch gar nicht. Also es wird heute nicht mehr über das Inhaltliche gesprochen, nicht immer, aber häufig, über die Inhalte nicht gesprochen, sondern sofort das scharfe Schwert, Rechtspopulist, AfD-Propaganda. Wenn das weitergedacht wird, dann hieße das, dass die AfD mit ihren Thesen die politische Agenda bestimmt. Denn dann darf man überhaupt nichts mehr, keine Position mehr vertreten, die deckungsgleich ist mit der, die manche AfD-Politiker äußern. Herr Schupilus, Sie waren ja eigentlich gefühlt jeden Tag zornig auf irgendetwas. In Ihrer Kolumne Der gerechte Zorn haben Sie ja immer beschrieben, was falsch läuft. Wie zornig konnten Sie da eigentlich sein? Gab es da für Sie auch Grenzen dessen, was Herr Wendt gerade beschrieben hat? Und ich bin es übrigens immer noch jeden Tag. Und ich kann es ja nur bestätigen, was Rainer Wendt gerade gesagt hat. Also es geht der zivilisierte Umgang verloren. Wenn Sie sagen, ich bin jeden Tag wütend und zornig, dann in meiner Kolumne, dann bin ich das ja in einem bestimmten Rahmen und verlasse die sachliche Ebene nicht. Ich greife Menschen nicht persönlich an. Und ich glaube, das ist die Grundregel in allem, die wir beachten müssen und die nicht mehr beachtet wird. Und ich bemühe mich auch darum, Argumente auszutauschen. Ich freue mich auch, wenn Gegenargumente kommen, die ich wiederum beantworten kann. Was Sie jetzt beschrieben haben, erlebe ich auch. Sie beschreiben, dass es überhaupt nicht um Argumente geht, sondern dass jemand, der etwas geäußert hat, dafür einfach verachtet wird, praktisch in irgendeiner Form vernichtet werden soll, von der Bildfläche verschwinden. Das ist wirklich eine ganz neue Entwicklung. Und wir haben immer alle nach Amerika geschaut und gesagt, was macht denn der Trump da und was machen die anderen, die gegen Trump sind? Hier ist es auch so. Hier ist es auch so. Und die Debatte wird dadurch nicht erschwert, sondern kaputt gemacht. Jetzt würden wir uns alle die Frage stellen, warum ist das so? Wissen Sie eigentlich, wann das passiert ist? Ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es immer schlimmer wird und die Gesellschaft sich immer weiter spaltet, genau, weil es nur noch die einen oder die anderen gibt, die sich völlig unversöhnlich gegenüberstehen wahrscheinlich und nicht mehr in der Lage sind, dem anderen zu helfen. Wir haben es natürlich so ein bisschen mit der sogenannten Aufmerksamkeitsspirale oder auch Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Es geht schon darum, aufmerksam zu sein. Und es ist ja nicht nur, man gibt ja nicht nur noch einen Fernsehsender und zwei und irgendwie 10 Zeitungen am Tag, sondern wir haben natürlich durch Twitter, durch Instagram, durch viele andere Dinge, das Internet an sich, einen wahnsinnigen breiten Kanal oder viele Kanäle,
die alle entweder bespielt werden wollen oder die genutzt werden wollen. Und ich glaube, gerade ewige, ewige Lautstärke nutzt sich ja ab. Also ich neige überhaupt nicht dazu, mich zu empören, weil Empörung allein löst ja keine Probleme. Aber das bringt uns ja überhaupt nicht weiter. Ja, aber es gibt natürlich Menschen, die, Agenda kann man die gerne, je lauter sie sind, und je zugespitzter sie auch sind, sich davon erhoffen, dass sie natürlich Aufmerksamkeit bekommen. Ganz am Anfang. Aber ich glaube, das war einfach nur eine klare Position. Ich habe niemanden beleidigt. Nein, ich bin auch immer für die Freiheit der Andersdenkenden und ich höre denen auch gerne zu. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Menschen nur noch senden und überhaupt nicht mehr bereit sind, aufzunehmen, dass sie weniger zuhören. Und ich beobachte auch so ganz leicht, dass einzelne Gruppen immer mehr ihre Betroffenheit betonen. Ja, und dass Minderheiten glauben, immer lauter sein zu müssen, um gehört zu werden, das stimmt ja gar nicht. Das liegt daran, dass Minderheiten einfach nicht gehört werden. Nein, viele Jahrzehnte strukturell nicht gehört wurden. Aber es neigen auch Menschen dazu, die Deutungshoheit für gewisse Dinge an sich zu reißen. Und da frage ich mich immer, wer sagt denn jetzt, dass du auf jeden Fall im Recht bist? Also der andere könnte auch Recht haben. Das muss man ja nicht bei jeder Argumentation wirklich. Mhm. Wer bestimmt denn jetzt, dass Weiße keine Dreads tragen dürfen? Zum Beispiel. Oder bei dieser Cannabis-Diskussion. Also es gibt die eine Seite, ich darf auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ich kann auch sehr polemisch sein, ich kann sarkastisch sein und zynisch und das geht alles. Kann man auch sein. Aber das ist etwas anderes als mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin persönlich, in ihrer Persönlichkeit so herabzuwürdigen, so abzumeiern. Aber ist das nicht immer ein Zeichen für fehlende Argumentation? Wenn man aber wie ist das gekommen? Also, weil ich gerade die Frage gestellt habe, ich beantworte sie mal selber, Herr Schäfer. Sie haben das Stichwort gegeben. Das ist immer das Beste. Darauf habe ich gewartet. Nein, aber die Antwort ist, das ist doch alles erst entstanden in sozialen Medien, seien wir doch jetzt mal ehrlich. Also die Enthemmung und Entgrenzung, dass sich Menschen so äußern, das ist erst in den sozialen Medien so gewesen. Die anderen haben es mittlerweile schon gut übernommen. Eine sehr etablierte, seit vielen Jahren bekannte Tageszeitung schrieb neulich im Zusammenhang mit der Cannabis-Diskussion, leitet die Diskussion über mich ein, der kleinste Polizeigewerkschafter der Welt. So, nun bin ich ja ein anerkanntes Kleinlebewesen. Ich mache da selber meine Witze drüber, dass ich nicht so 1,90 bin. Aber man muss sich das mal vorstellen. Was soll das nun sein? Ist das Journalismus? Da ist ja kein Journalismus. Wenn man eine Gegenposition zu diesem Thema Cannabis-Legalisierung einleitet mit der kleinste Polizeigewerkschafter der Welt, irgendwie ich lache da immer drüber. Ich verbreite das sogar gelegentlich noch bei jetzt Facebook. Aber Sie schon. Ich mache mich darüber lustig. Aber trotzdem, es ist der Versuch, ein Gesprächspartner oder jemanden, der eine andere Position hat, sozusagen durch Herabwürdigung von vornherein zu diskreditieren, um seinen Argumenten gar nicht mehr zugänglich sein zu müssen. Ich glaube, das Phänomen erkennen wir erst richtig, wenn wir nicht nur anschauen, also wenn ich jetzt mal sagen kann, ältere weiße Männer sind natürlich Betroffene. Ich bin dabei. Die Betroffenheit biete ich an. Aber wer wirklich betroffen sind eben junge Menschen, progressiv, marginalisierte Gruppen, Minderheiten, Frauen, die tatsächlich noch viel, viel stärker und aggressiver attackiert werden zum Teil. Ja, die alten weißen Männer aber auch schon. Genau, aber da haben wir jetzt aber beim alten weißen Mann mittlerweile ein Feindbild gefunden. Das ist ja sogar fast populär, das zu sagen. Da muss ich mich gar nicht schämen, wenn ich da sage. Junge Herren um mich, das heißt, wir können noch keine Betroffenheitsgruppe aufmachen. Aber wenn wir über alte weiße Männer reden, ich nehme das Wort jetzt einfach mal an, ich halte mich noch nicht für einen alten weißen Mann, aber ich kenne eine Institution oder sogar zwei oder ganz viele, in der sehr, sehr viele alte weiße Männer auch tätig sind. Ich habe mich auch weiß angezogen heute, aber ich bin kein Mann. Also ich bin weit entfernt von Selbsthilfegruppen dieser Art, aber ich kann Ihnen sagen, ich mache mich gerne darüber lustig.